Hi Leute, hier ist der Lego-Fan und heute habe ich mein Tutorial zu Version 3 meiner Firma für Glastür. Also ihr habt ja vielleicht gestern schon das Showcase-Video gesehen, aber seitdem habe ich es ein wenig abgeändert. Also das Öffnen, wie ihr gerade gesehen habt, ist immer noch gleich, aber das Schließen ist etwas anders, das stockt zwischendurch einmal kurz. Aber es ist dadurch drei Blöcke kleiner, also wie ihr hier seht, es ist, also vorher wäre es noch drei Blöcke hier tiefer. Aber ja, es ist immer noch sehr schnell und deutlich kompakt und das finde ich sehr schön. Und ich würde sagen, dann fangen wir mal direkt mit dem Tutorial dazu an. So, wir beginnen mal mit dem unteren Teil. Dafür kommen hier vier Sticky Pistons, die noch oben schauen. Und dann darauf nochmal vier Stück. Dann gehen wir hier zwei Blöcke raus und platzieren hier acht Sticky Pistons, die so nach innen zeigen. Und dann da dran nochmal vier Stück. Also das ist nicht so die günstigste Tür. Und auf diese vier Pistons kommen jetzt irgendwelche Blöcke drauf. Die wird man später nicht sehen. Die müssen aber bewegbar sein. Das heißt, es kann auch Dreck sein. Die wird man eben, wie gesagt, später nicht sehen. Die müssen aber kurz hochgeschoben werden. Dann machen wir mal die Input Lines. Da kommen vier Blöcke hin. Mit Redstone drauf. Dann da drauf Blöcke. Mit Redstone. So. Und dann da drauf Blöcke mit Redstone. Und dann kommt hier hinten noch ein paar Blöcke mit Redstone um drauf. Und durch den Butt-Effekt werden dann da alle 8 Pistons gepowert. Dann fangen wir mal an. Als erstes müsst ihr euch jetzt einfach hier das Glas vorstellen. Ich kann ja mal so ein bisschen Magic machen. Und dank der Kraft der Fantasie ist dann hier unser Glas. Und das hier ist dann übrigens euer Bodenlevel. Dann fangen wir mal an. Als erstes muss hier der Double Piston Extender so ausfahren. So mäßig, wenn ihr wisst, was ich meine. Dafür kommen hier zwei Redstone erstmal hin. Und dann hier ein Repeater auf Stufe 4. Dann kommt da Redstone auf diesen Block. Denn hier ein Repeater auf Stufe 4 mit einem Piston Mono Stable. Hier ein Repeater auf Stufe 1. Dann hier ein Block mit Redstone. Und das ist jetzt im Prinzip sowas hier. Das macht jetzt Platz, dass das hier reingeschoben werden kann. Und dann kann das alles so ausfahren. Und dann wäre das alles so geschlossen. Aber erstmal mache ich hier mal da gehen wir vier Blöcke nach oben. Das hier eine Sticky Piston mit einem Redstone Block. Und der Input ist jetzt im Prinzip ein Viertick-Signal in diese Piston, weil die macht das auf die perfekte Pulslänge. Das heißt, hier kommt noch ein Piston Monostable hin. Mit Redstone und ja. Ihr seht, das ist dann im Prinzip so schnell wie es geht. Dann müssen die hier ja ein Eintick-Signal bekommen. Dafür kommt hier ein Repeater auf Stufe 4 und einer auf Stufe 3, dann ein Piston Monostable. Und dann gehen wir hier so treppenmäßig nach oben. Platzieren hier drei Redstone Dust und dann hier ein Repeater auf Stufe 1. Und dadurch werden die dann da so rausgeschossen. Ja, so in etwa. Und jetzt brauchen wir so einen Triple Piston Extender. Dafür kommt erstmal hier ein Repeater hin. Auf Stufe 2. Dann kommt hier Redstone hin. Dann noch ein Piston Monostable und hier ein Repeater und dadurch, passiert im Prinzip das hier. Dann müssen wir dieses Redstone powern. Dafür kommt einfach hier Redstone drauf. Das powert dann so um die Ecke. Ein Repeater auf Stufe 3. Dann kommt hier ein Block hin und ein Half-Slab. Und Redstone drauf keine Repeater. Und ja, das muss ja ein Half-Slab sein. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube wegen Butt-Effekten oder sowas. Auf Bucket geht es jedenfalls manchmal kaputt. Also komplett kaputt. Wenn man hier keinen Half-Slab nimmt, nehmt also einfach einen Half-Slab. So, und dann als nächstes, also dann ist das gefahren und dann muss ja dieses hier gebaut werden danach. Dafür gehen wir hier einfach noch ein wenig nach oben. Ups. Und platzieren hier einen Repeater auf Stufe 2 und einen auf Stufe 3. Und ja, ich kann euch einmal kurz zeigen, was das jetzt macht. Da würde er das jetzt schon mal komplett ausfahren und dann wäre hier ja unser Gang und das wäre also jetzt schon mal komplett geschlossen. Und jetzt muss das Ganze ja wieder zusammenfahren. Und dafür kommt hier ein Repeater hin auf Stufe 4. In diese Lücke, der powert dann hier einen Block und hier noch einen Repeater auf Stufe 4. Und dann kommt hier ein Block hin mit Redstone und dadurch wird jetzt diese dieses Redstone hier länger gepowert. Und das schiebt das schon mal so zurück. Und da müssen ja die unteren Pistons noch länger gepowert werden und dafür kommt einfach hier ein Repeater hin auf Stufe 2 in diese kleine Lücke. Und ja, das sollte im Prinzip perfekt funktionieren, wie ihr da seht. Dann müssen wir ja jetzt die hier nochmal powern, aber da ist ja gar keine Input-Linie und das ist aber nicht schlimm. Wir button die einfach, das heißt für, damit button wir die hier und damit button wir die hier. Und da gehen wir einfach hier so runter mit Redstone, platzieren hier einen Piston. Und wann immer wir jetzt dieses Redstone powern, würde das jetzt hier gewartet werden. Und das gleiche müssen wir, also machen wir hier oben. Jedoch mit einer Half-Slab, weil sonst würden wir das hier abschneiden. Und dann kommen hier einfach zwei Redstone Dust und eine normale Piston. Und ja, ich kann das Ganze hier nochmal kurz in den Ausgangszustand bringen. Und wenn wir jetzt dieses Redstone hier powern, würden wir das perfekt zurückziehen können. Dafür kommt hier ein Repeater hin, der auch auf Stufe 2, der eben auch ein Signal von diesem Redstone hier nimmt. Dann drei Half-Slabs mit Redstone drauf. Und dann hier ein Repeater auf Stufe 2. Dann kommt hier Redstone hin. Hier noch eins und dann hier eine Half-Slab.
Und dann müssen hier die Pistons hier länger anbleiben und dafür kommt einfach hier wieder hin auf Stufe 2 mit Redstone. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, wie weit wir jetzt schon sind. Also das ist jetzt schon mal wieder so weit zurückgezogen. Jetzt müssen wir hier noch ein Signal reingeben, also in die unteren. Und dann wäre das geöffnet. Und dafür kommt hier Redstone hin. Denn hier noch eins. Zwei Repeater auf Stufe 3 und hier ein Piston-Monostable. Der Repeater und der Monostable, das ist einfach nur da, damit es schneller geht und wir die Tür schnell eben wieder öffnen können, weil das muss hier alles zurückgezogen sein, sonst kann das ja gar nicht oben alles ausfahren später. Und dann als letztes müssen ja die Lagerpistons noch ein Signal bekommen, damit hier wieder Platz gemacht wird und das alles hereingeschoben werden kann. Und dafür kommt einfach hier Redstone hin, dann ein Repeater auf Stufe 4 und einer auf Stufe 2 und dann hier ein Block mit Redstone. Und das sollte jetzt theoretisch schon mal der komplette untere Teil sein. Und dann baue ich einmal kurz den Gang und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich einfach mal den Gang erweitert. Auf der Seite, wo hier diese Lagerpisten sind, müssen wir den um 4 Blöcke erweitern und auf der, wo hier nur diese Redstone-Linien sind, um 2 Blöcke. Und übrigens größer als das hier wird diese Tür nicht werden, also nur noch in die Höhe wird sie wachsen. Und ja, hier ist dann eben eure Firma gegangen. Dann gehen wir hier 6 Blöcke nach oben, platzieren hier 4 normale Pistons und dann kommen darunter 4 Sticky Pistons, also pro Reihe 4. Und ich glaube, dann müssen wir die Decke einmal kurz zerstören. So. Und dann müssen wir das hier alles einfüllen, das heißt, wenn hier keine Blöcke sind, müsst ihr einfach welche hinpacken. Dann machen wir mal die Input-Lines für den oberen Teil, nachdem wir den Double-Extender platziert haben. Den hätte ich jetzt fast vergessen. Also da kommt hier eben ein Double-Piston-Extender an die 4 lange Seite hin, mit Redstone-Blöcken davor. Und dann kommen hier 2 Redstone hier hin, die eben ja für den Double-Piston-Extender da sind. Und dann kommt hier noch eine normale Piston in die Mitte. Und das funktioniert jetzt so, also damit können wir die hier auch ansteuern, weil die eben gewartet werden. Und das hier wird immer die hinteren Pistons bauen, weil die eben direkt gebaut werden. Und ja, das heißt, das hier wird zwar das hier theoretisch auch updaten, aber es fahren trotzdem die hinteren zuerst aus, also das sollte eigentlich funktionieren. Und dann kommen diagonal davon noch Blöcke mit Redstone das drauf. Und das müssen wir abschneiden. Und dann kommt hier noch eine kleine Plattform hin, so, mit Repeatern und Redstone, um die ganz oberen Pisten zu bauen, weil wenn wir das irgendwie so machen würden, dann würden wir ja unnötig in die Höhe wachsen. Und dann kommen hier auf dem Gang noch 4 Blöcke hin, mit Redstone das drauf, also die sind dann quasi eure Decke. Dann da drauf kommen Blöcke hin mit Redstone und darauf kommen wieder Blöcke mit Redstone und das sind dann alle eure Input-Linien. So, dann beginnen wir mal mit dem Verkabeln. Als erstes erweitern wir die obere Linie um 1, dann kommt hier ein Repeater hin, der das Ganze powert und das hier ist dann unser Input für den oberen Teil. Und das schiebt das Ganze jetzt einfach so runter und bringt den Quadruple Piston Extender in Position, dass der hier alles runterdrücken kann. Und ja, dann kommt links vom Input noch Redstone hin. Dann gehen wir hier runter, platzieren hier einen Repeater auf Stufe 3 und der muss eben etwas Delay haben, damit die hier auch danach ausfahren, nicht davor oder sowas. Und dann kommt hier ein Piston Monostable hin mit Redstone und dann dahinter ein Repeater und ein Block. Und ja, dadurch wird jetzt im Prinzip einfach nur, also werden jetzt einfach nur die Pistons etwas weiter runtergedrückt, dann müssen wir das hier powern und dann werden diese Reihe von Pistons, die werden ja runtergedrückt und dann können wir dem hier ein Tick-Signal geben und dann fährt das quasi runter, die fahren einmal kurz aus und werden dann auch direkt wieder zurückgezogen, und, ja, wenn ihr wisst, was ich meine, und dann kommt hier einfach Redstone hin, dann ein Repeater auf Stufe 3 und der powert dann hier diese Redstone-Linie, das heißt, wenn wir das Ganze einmal kurz zurücksetzen, das ist ganz praktisch, wir können das hiermit zurücksetzen, weil das wird dann alles einfach so wieder hochgedrückt. Und ja, wenn wir einmal kurz den Knopf drücken, fährt es jetzt schon mal so weit aus. Und die wurden einmal kurz runtergezogen, sind aber noch nicht ausgefahren. Und um das zu machen, platzieren wir hier einfach Redstone. Dann kommt hier eine Half-Slap hin, mit einem Repeater auf Stufe 3. Der baut dann vor sich einen Block. Und dann hier unten Redstone, und das muss eben ein Half-Slap sein, weil das wird sonst gebaut. Und das geht sonst alles kaputt. Dann gehen wir hier runter, platzieren hier einen Repeater, einen Piston Monostable, den Redstone, einen Repeater auf Stufe 1 und der powert dann dieses Redstone hier. Und ja, das können wir noch einmal kurz resetten. Und nachdem wir das Ganze dann eben resettet haben, können wir das noch einmal kurz ausprobieren.
So, das wird jetzt alles hier schon in Position gebracht, das heißt, die werden so runtergeschubst sozusagen, aber auch schon wieder zurückgezogen, also die Pisten schubsen die ganz unten hier zurück, darunter und werden dann zurückgezogen. Und dann können wir die hier baden und dann, ja, wäre das alles da schon komplett runtergedrückt. Als erstes müssen aber die oberen Pistons länger bleiben, damit das alles zurückgezogen werden kann und der Double Piston Extender die Redstone Blöcke hier reinschieben kann und die dann runtergedrückt werden können, um die hier zu baden. Und ja, und die oberen jetzt erstmal länger zu bauen, kommt hier Redstone hin. Dann gehen wir hier nach oben, platzieren wir Redstone, das schneiden wir mal kurz ab. Dann kommt hier ein Repeater auf volle Verzögerung, dann hier eine Sticky Piston mit einem Redstone Block. Und dann hier ein Repeater auf Stufe 1 mit einem Block Redstone und einem Block oben drauf. Und dadurch wird das jetzt schon mal so weit zurückgezogen. Und jetzt müssen diese Pistons hier ja noch ein Signal bekommen, damit das Ganze so zurückgezogen wird und der Double Extender da eben reingeschoben werden kann. Und dafür nehmen wir ein Signal von hier in einen Repeater auf Stufe 4. Das reimt sich so mehr. Da kommt hier Redstone hin. Das ist wichtig, dass das Redstone ist und nicht einfach ein Block. Mit einem Repeater auf Stufe 3 und dann mit einem Repeater auf Stufe 2. Und das soll jetzt im Prinzip alles schon mal so weit funktionieren. Dann brauchen wir jetzt den Double Piston Extender, der die Redstone Blöcke da reinschieben kann. Dann baue ich einmal kurz den Double Piston Extender an sich. Dafür kommt hier ein Repeater hin und hier ein Repeater hin, beide auf Stufe 1. Dann Redstone in die Mitte und ein Block. Und im Prinzip sollte das jetzt komplett Double Extenden. Das heißt, wenn hier irgendwo was nicht komplett funktioniert, schreibt mich bitte an mit irgendwelchen Screenshots oder falls das auf dem Server ist, send mir die IP. Dann gucke ich mir das an und werde versuchen, das zu fixen. Aber bisher hat das für mich immer funktioniert, weil es werden ja beide gleichzeitig gepowert. Aber im Prinzip sollte das, wie gesagt, funktionieren. Und ja, das Retracten funktioniert ja noch nicht. Dafür kommt hier Redstone hin. Und hier noch Redstone, denn ein Repeater auf Stufe 3. Den powert ein Block mit Redstone. Ups, Redstone. Kommt hier eine Sticky Piste hin und ein Redstone Block. Das ist dann unser Input für den Double Extender. Und ja, dadurch fällt das schon mal komplett aus. Und schon fast wieder zusammen. Und fürs letzte Zusammenfahren brauchen wir ja hier ein Signal. Und dafür kommt einfach hier eine Fackel hin. Dann hier zwei Redstone Dust, ein Piston Mono Stable. Und dann hier ein Repeater. Und dadurch haben wir jetzt schon mal unseren kompletten Double Piston Extender. Den gehen wir, um den zu bauen, gehen wir hier runter mit Redstone. Dann kommt hier ein Repeater hin auf Stufe 4 und einer auf Stufe 3. Und dann hier Redstone. Jedoch würde der Double Extender dadurch nicht lange genug gepowert werden. Das heißt, er würde ausfahren und sofort wieder zurückziehen. Und um den länger zu powern, gehen wir hier runter mit Redstone. Dann kommt hier Redstone hin. Und dieser Repeater, der muss auf einer Half-Flap sein. Denn sonst wird das Redstone-Signal hier abgeschnitten. Dann kommt hier noch ein Repeater hin auf Stufe 4. Mit Redstone und ein Block oben drauf. Und dann ja, geht das in einen kleinen Fackelturm rein. So ungefähr. Und ja, dadurch ist jetzt der Double Extender, wenn wir das hier powern, ziemlich lange an. Dann können wir das Ganze hier mal kurz so alles zusammen probieren. Das heißt, die Pistons werden runtergebracht, dann fällt der Double Extender aus und nach einer Weile erst wieder zusammen. Und dann müssen ja diese Pistons die Western Blöcke einmal kurz runterbringen, damit die Pistons hier gebadet werden. Und ja, dafür kommt hier noch ein Redstone hin und dann ein Repeater auf Stufe 4. Dann ein Block. Hier noch ein Repeater auf Stufe 4, dann hier Redstone und ein Repeater auf Stufe 2. Und das könnte theoretisch auch ein Block sein, aber so ist es irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es schöner so. Und ja, dadurch wird das jetzt eigentlich schon runtergeschoben, wie wir hier sehen. Aber die sind ja noch nicht ausgefahren und um die jetzt zu updaten, kommt hier einfach Redstone hin. Das heißt, wenn die Redstone-Blöcke hier sind, wird das gebaut. Dann kommt hier eine Fackel hin und hier eine Piston. Und ja, dadurch, wenn hier der Redstone-Block ist, wird das Ganze geupdatet. Ich kann euch das mal kurz zeigen. So, alles in allem. Da sind die Pistons jetzt ausgefahren und das wäre jetzt schon mal komplett alles runtergedrückt. Jetzt muss das ja nur noch wieder hochgezogen werden. Als erstes brauchen wir die drei Pistons, die alle einmal kurz ausfahren und dann, ja, das da hochziehen. Dafür kommt hier auch ein Repeater hin. Das heißt, wenn der Double Piston Extender komplett zurückgefahren ist, gibt dieser Repeater hier ja ebenfalls ein Signal ab und das können wir nutzen. Dann kommt hier Redstone hin. Hier noch ein Redstone, denn eine Half-Slap mit Redstone. Und warum das eine Half-Slap ist, das erkläre ich später. Und dann kommt hier ein Repeater hin auf Stufe 2. Jedoch ist dieser Repeater auf Stufe 2 gar nicht mal da, um die mittleren Pistons hier zu bauen, wenn sie da sind, sondern um die unteren Pistons zu bauen. Ich zeige euch nochmal kurz, was ich damit meine. Habt ihr es gesehen? Ja, also dieses Redstone. Ups. Also ja, dieses Redstone, also wenn wir diese Linie bauen, geht ja auch der Repeater da hinten an. Den bauen wir ja mit. Und das baut dann nach etwas mehr Delay eben hier das Ganze mit einem 1-Tick-Signal. Ist eigentlich egal, dass das ein 1-Tick-Signal ist. Ist sogar nur praktisch. Und ja, dann kommt hier noch, also damit das obere eben länger an ist, kommt hier Redstone hin. Dann ein Repeater auf Stufe 4 und einer auf Stufe 2.
Und dadurch fährt das jetzt alles eben schon mal komplett aus, wie ihr gesehen habt. Und ja, zieht die Pistons etwas weiter zurück. Und damit die Pistons, die jetzt hier so im Gang schweben, auch die Blöcke, die hier noch weiter unten im Gang schweben, wieder hochziehen, kommt hier Redstone hin. Denn ein Repeater auf Stufe 3 und Redstone und das badet die. Und um die jetzt zu updaten, kommt hier einfach ein Repeater hin mit Redstone. Dann schlagen wir hier ein Loch in die Wand, platzieren hier eine dicke Piston und packen die Wand wieder hin. Und das heißt, wenn das jetzt gepowert wird, fährt die Piston da aus und updatet das Ganze, wie ihr hier seht. Und ja, dadurch funktioniert das jetzt schon mal soweit. Wir müssen diese Pistons hier ein Signal kriegen, um die so da, also um diese Pistons hier, die hier im Gang sind, hochzuziehen. Dafür kommt hier ein Block hin mit einem Repeater. Der powert zwar auch dieses Redstone, aber das ist nicht schlimm, weil hier sind ja jetzt noch gar keine Pistons. Und dadurch würde er das jetzt schon mal weiter zurückziehen. Da kommt hier ein Block hin mit Redstone. Denn hier Redstone. Zwei Repeater auf Stufe 4 und einer auf Stufe 3. Und ja, wenn wir das Ganze einmal kurz resetten und es dann austesten, dann sehen wir, dass es schon mal relativ weit jetzt alles funktioniert. Das heißt, es fällt aus. Und das fällt jetzt auch schon wieder so weit zusammen. Jetzt müssen wir ja nochmal dieses Redstone hier, was auf dem Gang liegt, powern. Dafür gehen wir hier so runter mit Redstone. Dann gehen wir noch mehr runter und dann gehen wir noch mehr runter und platzieren hier einen Repeater auf Stufe 3. Der baut dann hier einen Block und hier Redstone. Und wie es der Zufall so will, ist hier ein Loch. Das heißt, wir können hier prima einen Piston-Monostable einbauen und dann hier einen Repeater. Und dadurch geht das Ganze eben sehr schnell. Und die Blöcke werden schon mal so weit zurückgezogen. Und ja, als nächstes müssen wir ja diese Pistons hier noch länger powern, damit die das Ganze eben wieder hochziehen. Da kommt hier ein Block hin, dann hier eine Half-Slip, damit wir das nicht abschneiden. Und hier ein Block und dann gehen wir hier so rum. Dann platzieren wir hier drei Redstone-Dust, einen Repeater auf Stufe 4, einen auf Stufe 3 und einen auf Stufe 2. Und ja, deshalb muss das hier eine Half-Slip sein, weil sonst würde das Redstone hier runterlaufen und dann immer so im Kreis gehen und eine Glock bilden und das wäre ja nicht gut. Und dann können wir das Ganze nochmal kurz austesten. Ja, jetzt, wie ihr gesehen habt, das funktioniert, also der zieht jetzt schon mal zurück. Und damit diese Pistons hier jetzt auch länger ausfallen bleiben, also die hier, und das Ganze weiter zurückziehen, kommt hier ein Repeater hin auf Stufe 2. Also im Prinzip bei diesem Redstone, was hier so runtergeht, nimmt dieser Repeater ein Signal auf Stufe 2 eben. Und dann kommt hier Redstone hin, ein Block davor. Also hier, also der powert einen Redstone und dann ein Block vor dieses Redstone. Dann kommt hier ein kleiner Fackelturm hin. Dann ein Block oben drauf und dadurch wird dieses Redstone länger gepowert. Ups. Wie ihr hier seht. Denn als nächstes muss ja das hier nochmal gepowert werden. Also die mittlere Linie hier. Und das Praktische ist, wenn wir die powern, wird die aus irgendeinem Grund zweimal gepowert und wie ihr hier rechts gesehen habt, ja, werden die dann, also die unteren Pistons werden dann hiervon gebuddelt und ziehen die Blöcke dann komplett zurück. Und wenn wir das später machen, funktioniert das komplett und nicht nur da rechts. Und ja, dafür nehmen wir ein Signal von hier in einen Repeater auf volle Verzögerung. Der powert dann hier Redstone Dust. Dann kommt hier ein Repeater in auf Stufe 4. Dann ein Block und den 4 Repeater auf Stufe 4. Hier, oh Gott, und dann, ja, hier noch ein Block und hier ein Repeater, dann ein Piston Monostable, Redstone, ein Repeater auf Stufe 2 und dann gehen wir hier so hoch, dann platzieren wir hier eine Fackel, die powert dann hier Redstone, dann kommt, wenn ich hier irgendwie reinkomme, Moment, so, hier noch eine Fackel innen hin, dann ein Block oben drauf und ein Repeater, ups, in diese Richtung. Und der powert dann eben dieses Redstone. Und ja, aus irgendeinem Grund wird das zweimal gepowert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wieso. Kann irgendwas hiermit zu tun haben, ich bin mir aber nicht sicher. Und ja, da kommt hier noch Redstone hin. Und dieses Redstone würde jetzt den Block powern. Und dadurch würde das hier rechts nicht funktionieren. Und dafür kommt hier einfach noch ein Block hin. Und dann ein Haken oder ein Knopf oder ein Hebel oder irgendwas zu umlenken daran. Und dadurch, theoretisch, wenn ich alles richtig gemacht habe, und wenn wir jetzt den Knopf drücken, dann sollte das Quadruple-Piston-Extender schon mal komplett funktionieren. Tada! Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Wir müssen das hier jetzt irgendwie noch hier an diese beiden Knöpfe verbinden. Also so mache ich es. Das müsst ihr jetzt natürlich nicht so machen. Ihr könnt das irgendwie anders verbinden, aber ich zeige euch jetzt, wie man es machen könnte. Also wir packen hinter den Knopf einen Redstone und hinter den linken auch. Und dann hier noch zwei weitere. Dann kommt hier ein Piston Monostable hin und ein Repeater. Und dann kommt hier Redstone hin und noch ein Monostable. Und dann ein Repeater auf Stufe 3. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das soll, warum wir zwei Monostables hintereinander packen,
wir, also wenn wir jetzt den Knopf drücken, dann kommt hier ein kurzes Signal an und das wird dann hier auf ein 3-Tick-Signal verlängert. Jedoch bleibt der Block, also wird der Block dann so nach oben geschossen, weil das hier ja ein 1-Tick-Signal ist. Und das nächste Mal, wenn hier ein Signal reinkommt, powert dieses Redstone nur die Luft und der Block wird eben wieder nur zurückgezogen. Und dann kommt hier eben Redstone hin und dann hier ein kleiner Fackelturm, bestehend aus 4 Fackeln. So. Und dann gehen wir hier mit 4 Blöcken, schlängeln wir uns hier quasi so längs. Dann kommt hier ein Block hin und ein Repeater. Dann ein Block davor, Redstone, das müssen wir abschneiden und mein Telefon klingelt. Und dann kommt hinter dieses Redstone einfach ein Repeater, der baut dann hier einen Block. Und ja, das verbinden wir dann im Prinzip so, upsala, mit Redstone Dust hier so dran an diesen Repeater und dieses Redstone. Und ja, das sorgt jetzt für den oberen Teil, das heißt, wenn wir den Knopf drücken, fährt der Quadruple Piston Extender einmal kurz aus. Und wenn wir ihn jetzt nochmal drücken, dann fährt er nicht aus, was sehr praktisch ist. Und wenn wir den Knopf eben nochmal drücken, soll ja der untere Teil ausfahren. Und dafür kommt hier Redstone hin, dann hier ein Repeater. Und das verbinden wir dann im Prinzip einfach an diesen Monostable hier. Und jetzt müssen wir es so machen, wenn bei einem der Block unten ist, muss beim anderen der Block oben sein. Ist egal, ob es so rum ist oder so rum. Das wird sich schon automatisch fixen. Das heißt, wenn wir jetzt den Knopf drücken, wird einmal kurz der Quadruple Piston Extender ausfahren, aber nicht der untere Teil. Und wenn wir jetzt kurz warten, bis der fertig ist und den Knopf nochmal drücken, dann fährt der untere Teil aus. Und das ist die komplette Tür. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch dann gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.